Davon reden wir heute Morgen, von diesem Tag des Herrn, wenn er wiederkommen wird, sein Reich auf der Erde aufzubauen. Besonders, was spielt die Zukunft Israels für eine Rolle? Was hat Israel noch für eine Rolle? Diejenigen, die dabei sind gerade in der Bibelstunde, sie kennen, wir hatten mehrere Stellen in Galaterbrief, in Epheserbrief, wo es haupt betont wird, wie Gott zwei Völker oder zumindest Israel und die Heiden zu einem Volk gemacht hat. Es gibt Frieden zwischen uns, wir haben Frieden mit dem Herrn, mit Gott durch Jesus Christus. Und der Herr hat Feinde zusammengebracht, er hat ein Volk hergestellt. Was heißt das für das Volk Israel, die Nation Israel? In einem Sinne sind wir schon die geistlichen Nachkommen Abrahams. Jeder, der hier heute ist, der kein Jude bei Geburt ist oder von Geburt her ist, ist ein Nachkommen Abrahams. Er ist im geistlichen Sinne Jude, im geistlichen Sinne. Heutzutage gibt es eine Theologie, die sagt, die Gemeinde hat Israel ersetzt. Das heißt, alle Verheißungen im Alten Testament, die scheinen an Israel zu sein, die sind eigentlich an die Gemeinde gemeint. Also ich würde diese Theologie in Frage stellen. Ich würde sagen, was sagen die Schriften eigentlich dazu? Und heute ist vielleicht viel mehr Bibelkunde als Predigt. Wir werden Texten anschauen, einer nach den anderen, um einen Gesamtblick zu gewinnen. Ich frage euch, wann war das letzte Mal, dass du intensiv mit einem Bibelthema dich beschäftigt hast, wo du einfach 30 Minuten verbracht hast, eine Stelle nach dem anderen anzuschauen, zu sehen, wie hängen sie alle in Verbindung. Und natürlich ist das sehr schwierig zu tun, wenn man die Bibel nicht kennt, weiß nicht, wohin man gehen sollte, wie passen sie zueinander. Heute Morgen nehmen wir die Zeit dafür, bitte bleib wach, es wird einiges vorgelesen, bleib wach, pass auf und wir werden diese Frage betrachten. Was gibt es noch für eine Rolle für die Juden, für Israel? Und wir fangen an mit 2. Petrusbrief, Kapitel 3, etwas, was da geschrieben steht. 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Ja, lass uns ab Vers 7 lesen. Kapitel 3, ab Vers 7. 2. Petrus 3, 7. So wenn auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also, es gab Verheißungen Gottes, die schon 500 Jahre vor Christus geschehen sind, überliefert worden waren. 500 Jahre vor Christus. Hier sind wir 2500 Jahre später und sie sind immer noch nicht in Erfüllung gegangen. Und einige sagen, ja komm mal, wann wird es passieren?
Warum ist der Herr so langsam, seinen Plan durchzuführen, zu vollenden? Es gibt besonders eine Stelle in Hesekiel 37. Und ich habe gebetet, ich will, wenn ich hier vor euch stehe, nicht einfach mein Lieblingsthema vorbringen, nicht einfach gucken, wer braucht was und dagegen predige ich gerade. Vielmehr, Herr, was hast du zu sagen zu dieser Gemeinde? Was willst du zu der Gemeinde sagen? Und als ich im Gebet gestern war, ich hatte den Gedanken, Hesekiel 37. Und ich fragte mich, warum, Herr? Das ist so, ihr kennt, was an dieser Stelle ist, die Bibel schon gelesen haben, so das Tal oder das Feld von vertrockneten Gebeinen, vertrockneten Knochen. So, was eine Darstellung ist von Israel, wie sie in Exil gegangen sind. Wie Israel versagt hat, Gottes Befohlen, Gottes Gebote zu halten und deswegen in Exil getrieben worden. Und der Prophet Ezechiel in ungefähr 580 vor Christus hatte diese Vision, als er in Babylon war, als er in Exil war, hatte er diese Vision. Es sah alles hoffnungslos aus. Der Tempel wurde zerstört, Israel ist verstreut. Herr, wie kann es so sein? Und dann hat der Herr ihm so eine Vision gegeben. Schau mal, wie diese Knochen so tot und begraben sind, so ohne Leben da, überall liegen. Aber schau mal, was ich mit ihnen machen werde. Und dann schauen wir gleich Hesekiel 37 an. Ich will was noch dazu sagen, hier im 2. Petrusbrief. Man hat den Eindruck, wenn man diesen Abschnitt liest, dass Feuer kommt, die Erde zerstört und dann gibt es neue Erde und Himmel. Und dann sind wir in der Offenbarung bei 21 und 22. Neue Erde, neuer Himmel. Aber da gab was inzwischen. Erinnert euch daran, was in der Offenbarung ist. 19 kommt der Herr wieder. Er zerschlägt, er niederschlägt alle seine Feinde. 20, er wird 1000 Jahre lang herrschen auf der Erde. 21, 22, neue Erde, neuer Himmel. Aber hier, wenn wir das lesen, im 2. Petrusbrief, haben wir den Eindruck, Gericht, neuer Himmel, neue Erde. Wie ist das zu verstehen? Hat Petrus was übersprungen? Wurde was ausgelassen? Wir kommen auch darauf. Wir wollen blicken, was kommt noch? Wir wissen, der Herr kommt, aber wie wird alles laufen? Hesekiel 37. Hesekiel 37, Abvers 1. Schlagt es da oben, ihr könnt mitlesen, ich lese aus Luther, Neue Luther. Und die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und stellte mich auf ein weites Feld, das voller toten Gebeine lag. Er führte mich zwischen ihnen allen hindurch. Und sieh, es lagen sehr viele Gebeine auf dem Feld. Und sie waren ganz ausgetrocknet. Und er sagte zu mir, du Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich sagte, Herr, Jahwe, das weißt nur du. Und er sagte zu mir, weissage diesen Gebeinen und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So sagt der Herr Jahwe zu diesen Gebeinen, sieh, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen, damit ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und euch Atem geben, damit ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr Jahwe, bin. Ich weissagte, wie mir befohlen war. Und sieh, da war ein Rauschen. Als ich weissagte, und sieh, es regte sich. Und die Gebeine kamen wieder zusammen, Gebein an Gebein. Und ich schaute, und sieh, da wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Atem in ihnen. Und er sagte zu mir, weissage dem Atem, weissage du Menschenkind und sage zum Atem, so spricht der Herr Jahwe, Atem, komm herbei aus den vier Windrichtungen und blase diese Getöteten an, damit sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Atem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Herr. Und er sagte zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Sieh, jetzt sagen sie, unsere Gebeine sind vertrocknet
und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sage zu ihnen, so spricht der Herr Jahweh, sieh, ich will eure Gräber öffnen und will euch mein Volk aus ihnen herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich Jahweh bin, wenn ich euer Gräber geöffnet und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufgebracht habe. Und ich werde meinen Geist in euch geben, damit ich wieder leben könnt und werde euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erkennen, dass ich Jahweh bin. Ich sage es und tue es auch, spricht Jahweh. Und das Wort Jahweh ist, komm zu mir, du Menschenkind, nimm dir einen Stab und schreibe darauf, für Jude und für die Kinder Israel, seine Gefährten. Und nimm noch einen Stab und schreibe darauf, für Josef, nämlich der Stab Ephraims, und für das ganze Haus Israel, seine Gefährten. Und lege einen mit dem anderen zusammen, sodass sie in deiner Hand ein Stab werden. Wenn nun dein Volk zu dir sagen wird, willst du uns nicht erklären, was du damit meinst, so sage zu ihnen, so spricht der Herr Jahweh. Sieh, ich will den Stab Josefs, der in Ephraims Hand ist, mit seinen Gefährten, den Stämmen Israels, nehmen und will sie zu dem Stab Judas tun und einem Stab daraus machen. Und sie sollen eins sein in meiner Hand. Und du sollst die Stäbe, auf die du geschrieben hast, vor ihren Augen in deiner Hand halten und sollst du ihnen sagen, so spricht der Herr Jahweh. Sieh, ich will die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall sammeln und sie wieder in ihr Land bringen. Und ich werde ein Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels. Und sie sollen allesamt einen König als König haben. Und sie sollen nicht mehr zwei Völker sein und in zwei Königreiche geteilt sein. Sie sollen sich auch nicht mehr mit ihren Götzen und Gräueln und allerlei Sünden veruneinigen. Ich werde sie aus allen Orten retten, wo sie gesündigt haben, und will sie reinigen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein. Und sie sollen alle einen Hirten haben. Und sie werden nach meinen Rechten leben und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinen Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen für immer darin wohnen. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Das soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Ich werde sie erhalten und zahlreich machen. Und mein Heiligtum soll für immer in ihrer Mitte sein. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erkennen, dass ich Jahweh bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer in ihrer Mitte ist. Also, wer ist dieser König David? Jesus, der Sohn Davids. Jesus hat das schon zum Teil erfüllt, aber sehen wir jetzt Jesus als König Israels? Nein. Ich glaube, Netanyahu gerade als Präsident des Staates Israels. Nicht Jesus Christus. Noch nicht in Erfüllung. Auch dieser neue Bund, der ist schon da, wurde schon angefangen mit Christus. Der neue Bund. Aber nur ein ganz geringes Teil des Volkes hat einen Teil daran genommen. Und wir wissen, es gibt diese Aussage von Paulus in Römer 11, 25 sagt Paulus, am Ende wird alle Israel gerettet werden. Was meinte er damit? Wie kann all Israel gerettet? Und an der Stelle ist ganz klar, er meinte nicht ein geistliches Israel. Er hat schon davor gesprochen, wie wir als Heiden eingepfropft wurden im Baum Israel. Er hat schon darüber gesprochen, wie wir auch Kinder Abrahams sind. Aber dann sagt er, aber schau mal, es ist nicht aus mit Israel. Am Ende wird der Herr zu Zion kommen und er wird alle Israel retten. Das kommt noch. Was ist das zu heißen? Wir werden darauf gehen, das kommt. Also dieser Bund ist schon da, der neue Bund, den wir in Christus haben. Das wurde schon geschlossen, aber die meisten Israels haben bis jetzt keinen Teil daran. Noch was.
Was ist mit diesem Heiligtum in ihrer Mitte? Der Heiligtum, der Tempel, wurde 70 nach Christus vernichtet oder zerstört. Es wurde zerstört. Es gibt gerade kein Tempel. Also wir sagen, aber wir sind der Tempel Gottes. Stimmt? In einem geistlichen Sinne ist jeder Christ ein Teil des Tempels Gottes, wo Christus selbst der Eckstein ist. Wir gehören schon zum Tempel Gottes. Aber was ist mit Hesekiel 40 bis zum Ende des Buches Hesekiel? Da wird ein Tempel beschrieben, der es noch nie gab. Also, man muss darüber nachdenken. Das, was da in Hesekiel 40 ist, das wird so viel ausführlich beschrieben, so viele Einzelheiten gegeben, um etwas zu beschreiben, der nie in Existenz gekommen ist oder Existenz kommen wird. Stimmt das? Oder ist der Rede von einem echten Gebäude, der noch gebaut wird? Also behalte das im Blick. Lass uns diese anderen Texte anschauen. Jesaja 60. Jesaja 60. Was ist mit diesem Israel? War dies, was wir gelesen haben in Hesekiel 37, das ist noch nie in Erfüllung gegangen, nicht komplett. Wir sehen nicht, dass die Heiden auf Israel schauen und sagen, boah, der Herr ist so herrlich. Das sehen wir noch nicht. Jesaja 60. Und hier spricht der Herr zu Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Jesaja 60, 1. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit Jahwes geht auf über dir. Denn sie, Finsternis, bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf Jahwe und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Nationen werden zu deinem Licht kommen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von fern kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Dann wirst du es sehen und ins Freude ausbrechen. Und dein Herz wird sich wundern und weit werden, wenn sich die Menge am Meer zu dir bekehrt und der Reichtum der Nationen zu dir kommt. Denn die Menge der Kamelle wird dich bedecken, die jungen Kamelle aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und das Lob des Herrn verkünden. Alle Herren in Kedar sollen zu dir versammelt werden und die Bürger Nebaiots sollen dir dienen. Sie sollen als ein angenehmes Opfer auf meinen Altar kommen, denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit verherrlichen. Wer sind die, die wie die Wolken fliegen und sie, die Tauben, zu ihr schlägen? Die Inseln hoffen auf mich und die Tarsisschiffe vor allem, um deine Kinder von fern herzubringen mit ihrem Silber und Gold zum Namen des Herrn, deines Gottes und dem Heiligen in Israel, der dich herrlich gemacht hat. Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen und in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Und deine Tore sollen stets offen stehen, weder bei Tag noch bei Nacht zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Nationen zu dir gebracht wird und ihre Könige herbeigeführt werden. Denn Nationen oder Königreiche, die dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Nationen verwüstet werden. Die Herrlichkeit des Libanon soll an dich kommen, Zypressen, Platanen und Buchsbaum miteinander, um den Ort meines Heiligtums zu schmücken. Denn ich will den Ort meiner Füße herrlich machen. Es werden auch die gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben. Und alle, die dich gelästert haben, werden zu deinen Füßen niederfallen und werden dich statt des Herrn Jahwe nennen, Zion, des Heiligen in Israel. Denn anstatt die Verlassene und Gehasste zu sein, zu der niemand hinging, will ich dich zur ewigen Pracht machen und zur Freude von Generation zu Generation.
Du sollst Milch von den Nationen saugen und die Brust der Könige soll dich stillen, damit du erkennst, dass ich, Jahwe, dein Retter bin. Und ich, der Mächtige in Jakob, dein Erlöser bin. Ich will Gold anstelle des Erzes und Silber anstelle des Eisens bringen und Erz anstelle des Holzes und Eisen anstelle der Steine. Und ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deinen Oberen. Man soll in deinem Land von keinem Frevel mehr hören, noch von Schaden oder Verderben in deinem Grenzen. Sondern deine Mauer sollen Heil und deine Tore Lob genannt werden. Die Sonne soll dir nicht mehr bei Tag ans Licht scheinen und der Glanz des Mondes soll dir nicht leuchten. Sondern Jahwe wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Preis sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr den Schein verlieren. Denn Jahwe wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leides sollen ein Ende haben und dein ganzes Volk soll nur Gerechte sein. Sie werden das Erdreich für immer besitzen, ein Zweig meiner Pflanzung und ein Werk meiner Hände zu meiner Verherrlichung. Aus dem kleinsten sollen tausend werden, aus dem geringsten ein mächtiges Volk. Ich, Jahwe, will das zu seiner Zeit schnell tun. Also, wenn man sorgfältig hier liest, merkt man, wie ähnlich dieser Text ist zu dem, was wir in Offenbarung 21 und 22 haben. Die Einzelheiten sind so nah aneinander. Und wie schon gesagt wurde, Offenbarung 21 und 22 spricht ganz klar von der neuen Erde und dem neuen Himmel. Es spricht von der Ewigkeit mit Gott, wo alle auferstanden sind. Das ist Offenbarung 21 und 22. Aber es gibt eine Einzelheit hier, die anders ist. Und das ist Vers 7. Sie sollen als ein angenehmes Opfer auf meinen Altar kommen. Denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit verherrlichen. Also das ist wirklich die einzige Sache hier, die anders ist. Dass es noch ein Altar gibt, noch ein Haus Gottes gibt. Ein Tempel. Das spricht dafür, dass etwas noch kommt zwischen dieser Zeit von Gericht und neue Erde, neuer Himmel. Bleibt dabei. Jesaja 65, 17. Jesaja 65, 17. Man kann später Jesaja 62 auch lesen. Wir werden das überspringen und gehen zu Jesaja 65, 17 bis 25. Was ist mit diesem neuen Himmel und Erde? Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man der frühen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird, sondern sie werden sich ewig freuen und fröhlich sein über das, was ich schaffe. Denn sieh, ich will Jerusalem zur Wohne schaffen und ihr Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll da nicht mehr die Stimme des Weinens oder die Stimme des Klagens gehört werden. Es soll dort keine Säuglinge mehr geben, die nur wenige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die jungen Männer sollen 100 Jahre alt sterben und die Sünde 100 Jahre alt verflucht werden. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen, sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, was ein anderer isst. Denn die Tage meines Volks werden wie die Tage eines Baums sein und das Werk ihrer Hände wird Bestand haben bei meinen Auserwählten. Sie sollen weder umsonst arbeiten noch unzeitige Geburt gebären, denn sie sind der Same der gesegneten Jahwes und ihr Nachkommen mit ihnen. Und es soll geschehen, bevor sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind und die Schlange soll Erde fressen. Sie werden nichts Böses tun und keinen Schaden anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, sagt Jahwe. Also, inwiefern spricht diese Stelle von einer Zeit Israels, wo sie endlich so Herrschaft auf der Erde haben, in Jerusalem? Oder spricht es von Offenbarung 21, 22, von dem neuen Jerusalem? Das wird oft debattiert. Manche schauen diese Stelle an, sie sagen, das ist Beweis dafür, dass Tiere im Himmel sein werden. Hier gibt es Wolf und Lamm. Es wird Tiere geben in dem Himmel.
könnte sein. Wir wissen auch, Prophezeiungen im Alten Testament, sie vermischen sich oft. Etwas wird gesagt, etwas wird erzählt und dann zum Teil ist erwartet, es wird hier erfüllt werden und dann zu einem anderen Teil kommt tausende Jahre später. Manchmal spricht ein Text über zwei verschiedene Sachen, aber es vermischt sie in einem. Und das kann sehr schwierig sein, sie auseinanderzubringen, zu wissen, wann welches passieren wird. Was für mich in diesem Text gegen eine Ewigkeit spricht, ist diese hypothetische Aussage, dass einer, der was mit 100 stirbt, soll verflucht sein. Dass es ist erwartet, dass jeder lang lebt. Und wenn das nicht passiert, das ist ein Zeichen dafür, dass jemand verflucht wurde. Now, jetzt ist die Frage, ist das eine echte Möglichkeit? Könnte jemand wirklich mit 100 sterben? Oder ist das einfach etwas, was gesagt wird, um uns zu zeigen, wie besonders diese Zeit sein wird? Ja? Behalte das im Blick. Meiner Meinung nach hilft Jesaja 66 ein bisschen mehr. Jesaja 66, 10 bis 24, so ein Kapitel weiter. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie, alle, die ihr sie lieb habt. Vers 10. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn dafür sollt ihr saugen und satt werden an den Brüsten ihrer Tröstungen. Ihr sollt trinken und euch erfreuen an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so sagt Jahwe, seht, ich leite Frieden zu ihr hin wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Da werdet ihr saugen, man wird euch auf der Hüfte tragen und auf den Knien wird man euch wiegen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Gebeine sollen sprossen wie Gras. Da wird man die Hand Jahwes an seinen Knechten erkennen und den Zorn an seinen Feinden. Dann sieh, der Herr Jahwe wird mit Feuer kommen und seine Streitwagen wie ein Sturmwind, um zu vergelten im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr, Jahwe, wird mit Feuer und mit seinem Schwert alle Menschen richten. Und zahlreich werden die Getöteten Jahwes sein, die sich heiligen und reinigen in den Gärten, einer hier, der andere da, und Schweinefleisch, Gräuel und Mäuse essen, sollen miteinander hinweggerafft werden, sagt Jahwe. Ich kenne ihre Werke und Gedanken und komme, um alle Nationen und Sprachen zu versammeln, damit sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige Gerettete von ihnen zu den Nationen senden, nach Tarsis, Phul und Lud, zu den Bogenschützen, nach Tubal und Javan und in die Ferne zu den Inseln, wo man nichts von meinem Ruhm gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Nationen verkünden. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen herzubringen, Jahwe zum Speiseopfer, auf Pferden und Wagen, auf Sänften, auf Maultieren und Dromedaren nach Jerusalem zu meinem heiligen Berg, sagt Jahwe, genauso wie die Kinder Israel Speiseopfer in reinem Gefäß zum Haus Jahwes bringen. Und ich will auch aus ihnen einige als Priester und Leviten auswählen, sagt Jahwe. Denn genauso wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, sagt Jahwe, so sollen auch eure Nachkommen und eure Namen bestehen. Und alle Menschen werden Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat kommen, um vor mir anzubeten, sagt Jahwe. Und sie werden hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die sich von mir abgewandt haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen. Und sie werden für alle Menschen ein Gräuel sein. Also, denkt darüber nach, wir haben hier eine klare Zeitlinie, so ein Zeitablauf. Es wird Gericht geben und danach werden die Nationen nach Jerusalem stromen, nach Israel stromen, um dort Gott anzubeten. Und was wird übrig? Die werden noch fähig sein, die Leiche anzuschauen, die sich gegen Gott aufgerichtet haben, die Widerstand gemacht haben. Da reden wir ganz klar und deutlich nicht von dem ewigen Himmel.
aus der Offenbarung 21 und 22. Da reden wir von einer Zeit zwischen Gericht, von dem Wiederkommen Jesu und dem neuen Himmel für die Ewigkeit. Also, diese Aussage, neue Erde, neuer Himmel, inwiefern vermischt das sich mit diesem tausendjährigen Reich? Man könnte sich schon vorstellen, denkt darüber nach, was alles in der Offenbarung geschrieben steht. Wie sehr wird die Welt sich verändern in der Zeit, mit allen Katastrophen. Auch was aus den himmlischen Bereichen herunterkommen wird und wie der Himmel selbst sich verändert wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass nach dieser Zeit, wenn man oben in den Himmel schaut, es wird nicht dasselbe sein wie heute. Es wird anders aussehen. Und die Erde selbst wird auch anders aussehen. Wir kommen auf eine Stelle, die das auch hier ganz klar machen wird. Erst einmal zum Zephaniah, Kapitel 3. Zephaniah. Oder zwei Stellen hier noch im Alten Testament, uns alles klar zu machen, was noch kommen wird. Zephaniah, Kapitel 3. Das ist ein kleines Buch da, fast am Ende des Alten Testaments. Zephaniah, Kapitel 3. Weh der widerspenstigen, unflätigen, tyrannischen Staat. Sie wollte weder gehorchen, noch sich zurechtweisen lassen. Sie hat weder auf Jahwe vertraut, noch sich an ihren Gott gehalten. Ihr Fürsten sind unter ihnen brüllende Löwen und ihr Richter Wölfe am Abend, die nichts bis zum Morgen übrig lassen. Ihr Propheten sind leichtfertige, betrügerische Menschen. Ihr Priester entweihen das Heiligtum und deuten das Gesetz willkürlich. Jahwe in ihrer Mitte ist gerecht und tut kein Unrecht. Er lässt jeden Morgen seine Rechte öffentlich lehren und lässt nicht ab. Aber der Ungerechte kennt keine Scham. Ich habe Nationen ausgerottet, ihre Burgen sind verwüstet und ihre Straßen so öde, dass niemand darauf geht. Ihre Städte sind zerstört, sodass niemand mehr da wohnt. Ich ließ dir sagen, mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen lassen. Dann würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und nichts von dem kommen, womit ich sie heimsuchen werde. Aber sie sind beflissen, allerlei Bosheit zu tun. Darum wartet auf mich, sagt Jahwe, bis ich mich zur Beute aufmache zu seiner Zeit. Denn mein Urteil ist, die Nationen zu versammeln und die Königreiche zusammenzubringen, um meine Wut über sie auszuschütten, die Glut meines Zorns. Denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. Dann will ich den Völkern reine Lippe geben, damit sie alle den Namen Jahwes anrufen und ihm einträchtig dienen. Man wird mir meine Anbeter, mein zerstreutes Volk von jenseits der Ströme von Kusch als Opfer bringen. An dem Tag wirst du dich nicht mehr schämen wegen alles deines Tuns, womit du gegen mich gesündigt hast. Denn ich will die stolzen Prahler von dir tun, damit du nicht mehr überheben wirst auf meinem heiligen Berg. Ich werde in dir ein demütiges, geringes Volk übrig lassen. Die werden auf den Namen Jahwes vertrauen. Die übrigen in Israel werden weder Unrecht tun noch Falsches reden. Und man wird in ihrem Mund keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und ausruhen ohne alle Furcht. Jauchzet, du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn Jahwe hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Jahwe, der König Israels, ist bei dir, sodass du dich vor keinem Unglück mehr fürchten musst. Zu der Zeit wird man in Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlafft werden. Denn Jahwe, dein Gott, ist bei dir, ein starker Retter. Er freut sich über dich mit großer Freude. Er ist still in seiner Liebe, jauchzt er über dich mit Jubel. Die Traurigen, die auf kein Fest kommen, will ich zusammenbringen, denn sie gehören zu dir, müssen Schmach tragen. Sieh, ich will zu der Zeit mit allen abrechnen, die dich bedrängen, und werde die Hinkenden retten und die Verstoßenen sammeln, und werde sie in allen Landen, wo man sie verachtet, zu Ruhm und Ehren bringen. Zu der Zeit werde ich euch herbeibringen und euch zu der Zeit sammeln, denn ich will euch unter allen Völkern auf Erde zu Ruhm und Ehren bringen, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, sagt Jahwe. Also in diesem Text glaube ich, dass wir unsere Antwort haben darauf,
wie am Ende all Israel gerettet wird. Wie wird es passieren? Indem der Herr sein Volk reinigt. Indem der Herr nur übrig lässt, diejenigen, die ihn verehren wollen, die demütig sind. In dem Sinne, die, die auf der Erde Teil an dieses Königreich Gottes haben werden, aus Israel, die werden diejenigen, die demütig sind, die nicht hochmütig sind, die bereit sind, Gott zu dienen. Wir reden hier von einer Zeit, die noch nie in Erfüllung gegangen ist. Ich würde 1:1 diese Zeit setzen mit Offenbarung 20, was wir auch gleich lesen werden. Ein Kapitel noch im Alten Testament, Zacharia 14. Zacharia 14, geh noch ein Buch weiter, zwei Bücher weiter, Zacharia 14. Eine herrliche Stelle, wenn jemand eine Einzelheit haben will über das Wiederkommen des Herrn, dann bitte pass auf zu diesem Kapitel. Zacharia 14. Siehe, es kommt die Zeit für den Herrn, da man deine Beute in deiner Mitte austeilen wird. Denn ich werde alle Nationen zum Kampf gegen Jerusalem sammeln. Und die Stadt wird eingenommen, die Häuser geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft geführt. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird Jahwe ausziehen und gegen diese Nationen kämpfen, wie er immer schon in Kriegszeiten kämpfte. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich mitten in zwei Spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem großen Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden rücken wird. Und ihr werdet fliehen in diesem Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen wird nahe an Asal heranreichen. Ihr werdet fliehen, wie ihr damals vor dem Erdbeben geflohen seid, zur Zeit Uzias, des Königs von Juda. Dann wird Jahwe, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. An dem Tag wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und es wird ein Tag sein, der dem Herrn Jahwe bekannt ist, weder Tag noch Nacht. Und um den Abend wird es hell werden. An jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer nach Osten und die andere Hälfte zum Meer nach Westen. Und es wird im Sommer und im Winter andauern. Und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird Jahwe nur einer sein und sein Name nur einer. Das ganze Land verwandelt sich in eine Ebene von Geba bis nach Rimmon, südlich von Jerusalem. Und Jerusalem wird erhaben sein und wird an seinem Ort bleiben. Vom Tor Benjamin bis an den Ort des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananal bis zur Kälte des Königs. Und man wird dann wohnen und es wird keinen Bann mehr geben, sondern Jerusalem wird sicher wohnen. Und das wird die Plage sein, mit der Jahwe alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem gekämpft haben. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihr Augen werden in der Augenhöhlen verwesen und ihr Zunge wird im Mund verwesen. Zu der Zeit wird Jahwe ein großes Getümmel unter ihnen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand fasst und jeder seine Hand gegen die Hand des anderen erhebt. Auch Juda wird mit Jerusalem kämpfen und es werden die Reichtümer aller Nationen, die ringsumher sind, gesammelt werden. Gold, Silber und viele Kleidungsstücke. Und so wird diese Plage die Pferde, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere treffen, die in diesem Heer sind, genau wie jene geplagt sind. Und alle übrigen unter allen Nationen, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um den König Jahwe Sebaoth anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird so sein, dass es über jedem Geschlecht der Erde, das nicht nach Jerusalem heraufkommen wird, um den König Jahwe Sebaoth anzubeten, nicht regnen wird. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so würde es auch über ihnen nicht regnen. Das wird die Plage sein, womit der Herr Jahwe alle Heiden, die nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern, plagen wird. Denn das wird eine Sünde der Ägypter und alle Nationen sein, die nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. An jedem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn Jahwe. Und die Kessel im Haus des Herrn werden die wie die Becken vor dem Altar sein. Und alle Kessel in Jerusalem und Juda werden Jahwe Sebaoth heilig sein, sodass alle, die opfern wollen, kommen und sie nehmen und daran kochen werden.
Und es wird an dem Tag im Haus Jahwe-Sebaoth kein Kananiter mehr geben. Also das verwundert uns. Wie kann es sein, Jesus ist der alle, ein für alle Mal Opfer. Wir brauchen kein Opfer mehr. Jesus hat alles getan. Wir lesen im Hebräerbrief, wie Opfer und solche Sachen nichts bringen können. Die reinen kein Gewissen. Und trotzdem, es wird so eine Zeit geben, wenn die Judenfeste noch gefeiert werden, wenn endlich der Herr auf der Erde haben wird, was er immer haben wollte. Endlich wird Israel Gott anbeten, wie der Herr sich von vornehin vorgestellt hatte. Und endlich führt der Herr das hinein und sagte, es wird so sein, wie ich mir es vorgestellt habe, eine Zeit lang, bis wir dann endlich zum ewigen Himmel kommen. Es wird diese Zeit geben auf der Erde, 1000 Jahre lang. Ob das wortwörtlich 1000 Jahre ist oder einfach bedeutet eine ganz lange Zeit. Egal wie man das ausdeutet, es wird eine längere Zeit geben, wo Jesus Christus auf der Erde herrschen wird. Und die Nationen sollten zu Jerusalem stromen und ihn dort anbeten. Und wenn sie das nicht tun, jetzt haben wir die Erfüllung des Schriftes, das sagt, er wird kommen mit einem eisernen Stab. Das heißt, wie wir jetzt sehen, der Herr herrscht nicht mit einem eisernen Stab. Jeder macht, was er will. Jeder denkt, ja, der Herr, er straft mich nicht. Ich kann tun, was ich will. Es geht dem Gottlosen gut. Man fragt Gott, wo bist du? Aber es wird ein Tag kommen, wo es nicht mehr so gehen wird für den Gottlosen. Ich stelle mir vor, in dieses tausendjährige Reich wird jeder, der einkommt, ein Gläubiger sein. Wird jeder, der einkommt, einer, der sagt, ich beuge mich vor dir, Herr, ich folge dir nach. Aber die werden Nachkommen haben. Und werden alle diese Nachkommen Gott anbeten. Das bleibt so die Antwort zu werden. Wir wissen schon die Antwort. Offenbarung 20 zeigt, dass der Satan, nachdem er 1000 Jahre lang gebunden wurde, er wird entlassen. Er darf wieder seine Macht auf die Erde üben. Sehr kurze Zeit. Er wird ein Herr sammeln wie das Sand am Meer. So viele, die unter der Herrschaft Christi gelebt haben, würden sagen, jetzt endlich darf ich meinen Widerstand machen. Jetzt endlich folge ich dem Satan nach. Ich will nicht Gott gehorchen. Das zeigt uns, es ist nie ein Mangel an Wissen, dass einer nicht an Christus glaubt. Es ist nie ein Mangel an Wissen. Gott hat sich nicht genug offenbart. Es ging nie darum. Es geht immer darum, ob im Herzen ich mich vor dem lebendigen Gott beugen will. Darum geht's. Darum ist einer in der Hölle und einer in dem Himmel. Weil letztendlich es geht darum, ob einer in den Himmel kommen will, ob einer Ewigkeit mit dem Herrn verbringen will. Und es wird eine Zeit auf der Erde geben, wo der Herr mit Vollmacht, mit Herrschaft, mit eisernem Stab herrschen wird. Er will liebevoll sein, er will, dass es jedem gut geht. Aber wenn einer sagt, ich will dich nicht anbeten, gibt es keinen Regen für dich. Es wird dir nicht gut gehen. Da wird sehr klar und deutlich dieses eisernen Stab zur Herrschaft auf der Erde gebracht von Jesu Christi. Zum Schluss, lasst uns diese Stellen in Offenbarung kurz anschauen, was ich immer wieder erwähnt habe, damit ihr das auch vor Augen habt. Offenbarung 20, 1 bis 6. Also erstens kurz diese Zeit anschauen, was ich gerade erwähnt habe. Offenbarung 20, 1 bis 6, wo Satan gebunden wird, das ist gerade nachdem Jesus zurückgekommen ist, die Feinde niedergeschlagen hat. Offenbarung 20, 1 bis 6. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, der alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein und versiegelt den Abgrund über ihm, damit er die Nationen nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Danach wird er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Dann sah ich Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben, und die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes, und die weder das Tier noch ein Bild angebetet hatten, und das Mahlzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren.
Und dann kommen wir zur Offenbarung 21, 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief, sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, sieh, ich mache alles neu. Und zu mir sagte er, schreibe, dann diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet, der wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Verzagten aber und Ungläubigen, die mit Graul befleckten, Mörder, Hurer, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Vers 22. Ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf weder der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihr Erleuchter ist das Lamm. Und die Völker, die gerettet sind, werden in ihrem Licht leben. Und die Könige der Erden werden ihre Herrlichkeit und ihr Ehre in sie bringen. Ihre Tore werden nicht verschlossen bei Tag, denn Nacht wird es dort nicht geben. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird in sie nichts Unreines oder wer Graul und Lüge ausübt hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Noch ein bisschen weiter in 22, 1 bis 7. Und er zeigte mir den reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens, der trug 12-mal Früchte und brachte jeden Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Dann wird es nichts Verfluchtes mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein und seine Knechte werden ihm dienen und seine Gesicht sehen und sein Name wird an ihren Sternen sein. Es wird keine Nacht geben und sie werden weder eine Leuchte noch das Licht der Sonne brauchen, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sagte zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seine Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Sieh, ich komme bald. Glückselig ist der, die Worte der Weissagung in diesem Buch festhält. Also, wer in Jesus Christus ist, gehört zu diesem Überwinder. Das wurde schon in der Begrüßung erwähnt. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, wenn du ihn eingeladen hast, Herr, in deinem Leben zu sein. Wenn du wiedergeboren bist mit seinem Heiligen Geist durch Glauben, dann bist du versiegelt in Christus. Du bist ein Überwinder. Lass uns denn dementsprechend leben. Mit der Erwartung, der Herr kommt bald, er wird alles richten. Alles ist vergänglich, außer unsere Beziehung mit dem lebendigen Gott. Lass uns fest daran halten, meine liebe Brüder und Schwestern. Bitte sinn darüber nach, diese Texten, was das alles zur Bedeutung hat. Der Herr will, dass wir wachsen, dass wir nicht nur mit Milch so uns füttern lassen, sondern dass wir wirklich mit fester Speise in der Bibel vorankommen. Ich weiß, es war vieles heute Morgen, was Texten angeht, aber das ist das Wort Gottes, lebendig und ermutigend. Der Herr sei gepriesen. Amen. Mhm.